Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseher hier im Saal und vor den Bildschirmen. Ja, meine Vorredner haben es bereits angesprochen. Es ist wieder einmal eine Umsetzung einer EU-Verordnung, wo wir das Kontroll- und Digitalisierungsdurchführungsgesetz erlassen wird und das Tierseuchengesetz, Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutzgesetz geändert wird. Geschätzte Damen und Herren, mit dieser umfassenden Gesetzgebung will man etwas Gutes tun und Verbesserungen schaffen. Aber ist es auch so? Man schafft auf jeden Fall mehr Bürokratie, neue Behörden, neue Vorschriften. Und es gibt Schwachstellen, der Kollege Wanner hat es schon angesprochen, wo die Tierschutzkontrolle nicht durch dieselben Organe durchgeführt werden. Die Strategie von Hof auf den Tisch soll den hohen Qualitätsstandards und den Lebensmittelsystemen garantieren und gesunde, aber vor allem auch leistbare, erschwingliche Lebensmittel zur Verfügung stellen. Derzeit sind aufgrund Ihrer Politik, Herr Minister, und dieser Regierung für viele Menschen nicht mehr erschwinglich und müssen auf Billigprodukte zurückgreifen, die nicht die gesündesten sind. Da hilft auch der Vorschlag von Bundeskanzler, Bürgerkanzler, dass man Fastfood essen soll, auch nicht weiter, auch wenn es nicht gesund ist. Es ist eher ein Schlag ins Gesicht. Herr Minister, mit diesem Gesetz, wie gesagt, erschaffen Sie neue Bürokratie, neue Behörden, neue Vorschriften und nur die größeren Betriebe unterstützen und haben Vorteile und die kleinen werden eher untergehen. Und wir stimmen daher gegen diese Novelle. Ich möchte mich aber bedanken bei allen Bäuerinnen und Bauern, die mit diesen schweren Rahmenbedingungen oft an ihre Grenzen kommen, aber mit viel Leidenschaft das ausgleichen und das alles für eine sichere und gesunde Lebensmittelversorgung in unserem Land sorgen. Zum Abschluss, weil es ja auch um Tierschutz, Tierwohl geht und wir auch kurz vor Weihnachten stehen, möchte ich darauf hinweisen, jedes Jahr werden zu Weihnachten immer wieder Haustiere verschenkt und werden leider im Anschluss danach in die Tierheime abgegeben. Ich möchte mich daher bei den Mitarbeitern von den Tierheimen bedanken, die eine wichtige Rolle bei der Rettung und Versorgung von Tieren sorgen. Tierheime leisten einen hohen Beitrag zum Tierschutz und verdienen Anerkennung für ihre Bemühungen, das Leben von Tieren zu verbessern. Tragen wir alle unseren Teil dazu bei, dass diese Welt besser wird. Und in diesem Sinn wünsche ich allen frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024. Applaus